Ich hatte inzwischen auch schon äh, den ersten Friedenskreis der DDR mitgegründet, der Friedenskreis Panko. Ähm, das war dann der Beginn der halblegalen Opposition der 80er Jahre. Und ich begann mich äh, öffentlich zu engagieren in der Kirche. Und ich wusste, das wird nicht gut gehen. Ich habe mir dann mit Hilfe von Freunden, die Science-Fiction-Autoren waren in der DDR, nochmal eine Nische gesucht. Und zwar wurde ich mit deren Hilfe dann Lektorin in einem kleinen Verlag der DDR, dem Verlag Neues Leben für sowjetische Krimis, und hatte halb und halb die Hoffnung, als äh, einzige Lektorin der DDR für sowjetische Krimis, das ist völlig unpolitisch, kleiner Verlag, vielleicht lassen Sie mich da in Ruhe. Das war nachher nicht so. Ich habe mich dann weiter engagiert in, diesen, in dieser heute sogenannten Bürgerrechtsbewegung. Damals nannten wir uns nicht so, wir nannten uns unabhängige Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsbewegung. Und wir waren Leute, die eben in den 80er Jahren erfolgreich eine Opposition aufgebaut haben, weil wir den einzigen Freiraum entdeckt haben, den es in der DDR gab, das waren die Räume der evangelischen Kirche. In den Räumen der evangelischen Kirche durfte die Stadtsicherheit keine Verhaftungen vornehmen, keine Veranstaltungen verbieten, keine Ausstellungen abbauen und so weiter, keine Versammlungen auflösen. Und Anfang der 80er Jahre war ja die Zeit der Stationierung von Atomraketen in Ost und West. In Westdeutschland gab es die ähm, Friedensbewegung gegen die Stationierung von äh, NATO-Atomraketen in Ostdeutschland. Waren Leute wie ich, die gesagt haben, wir brauchen auch sowas gegen die Stationierung der sowjetischen SS-20, also deshalb die Begründung dieser Friedensgruppe. Später habe ich den einen oder vielleicht sogar den ersten Umweltkreis der DDR gegründet, 1982. Die DDR war ja auch das umweltverschmutzte Land in Mitteleuropa. Noch später haben, ab 86, haben wir uns mit der Frage der Menschenrechtsverletzungen in der DDR beschäftigt. Ich war auch Mitorganisatorin und Moderatorin des ersten Menschenrechtsseminars der DDR 1986. Also wir nannten uns dann unabhängige Friedensumwelt- und Menschenrechtsbewegung. Opposition durften wir uns ja nicht nennen. Das war ein Paragraf im Strafgesetzbuch. Wir, deshalb haben wir auch immer gesagt, wir sind keine Opposition. Wir wollen den Sozialismus verbessern. Wir wollen unseren Beitrag zur Verbesserung des Sozialismus leisten. Wir wollen ihn sicherer machen. Wir wollen. Honnecker hat immer gesagt, das Teufelszeug muss weg. Damit meinte er die NATO-Atomraketen. Und wir haben immer gesagt oder ich habe immer gesagt, das Teufelszeug muss weg. Aber nicht nur die NATO-Atomraketen, sondern auch die sowjetischen SS-20. Denn Atomrakete ist Atomrakete. Ja, was da drauf steht, ist egal. Die sind gleich gefährlich.